So Leute, willkommen zurück auf meinen Kanal. Wir machen heute erstmal das letzte Parfüm-Unboxing. Und zwar haben wir heute von Jeremy Fragrance Date for Men and Office for Men. Und wir machen das jetzt auf und schauen einfach mal, wonach das Ganze riecht. Bin gespannt. Office soll ja eher so ein abgeklärter, cooler Daily frisch gewaschen Duft sein. Beides in der 100ml Flasche im Big Summer Sale gekauft. Fragrance One Grünwald Germany, Made in Germany. So, ist eigentlich eine normale Pappverpackung. Schlicht gehalten, ganz einfach. Aber es steht nur hinten Fragrance One drauf. Es könnte vielleicht auch mal vorne mit draufstehen, dass man einfach mal weiß, dass es Fragrance One ist. So, jetzt hole ich das hier mal raus. Hier ist er. Die Flasche Office for Men. Und auch wieder sehr schlicht gehalten, ganz leicht durchsichtig. So gegen das Licht halten kann ich sehen, was drin ist. Und hier wieder auch, unten ganz leicht belabelt. Aber es steht nur Office for Men drauf. Also es wäre cool, wenn ihr noch vielleicht Fragrance One hier oben draufstehen würde auf dem Nippel, auf dem Deckel. Wie zum Beispiel jetzt hier bei Allure und Sport, da steht ja, ist ja oben so ein Deckel drauf, wo das nochmal wie so eingestanzt ist. Das finde ich dann schon cooler. So, jetzt riechen wir mal einfach mal an Fragrance One Office for Men. Ja, ist auf jeden Fall kräftig männlich und so ein bisschen zitrusmäßig, würde ich sagen. Leichte Zitrusnote ist auf jeden Fall drin. Und es riecht auf jeden Fall frisch. Mega frisch. Und jetzt ein Date auf. Und zwar hat schon hier einen orientalischen Duft. Und in der Beschreibung steht, dass das mega orientalisch wäre. So ein bisschen mit Bergamot, Minze. War Minze dabei? Nee, Mandarine. Mandarine war dabei. Und da gucken wir jetzt einfach mal rein. Nee, jetzt auch einfach so auf. Ich meine, näher Film brauche ich das jetzt hier eh nicht, weil im Endeffekt, was mache ich? Ich mache einfach nur eine Pappschachtel auf und hole die Flasche raus. Und mehr mache ich eigentlich nicht. So, jetzt haben wir hier Date. Und zwar ist das mit einer dunklen Kappe. Das andere war eine Chromkappe oder Stahlkappe. Und das Einzige, was wir nicht probieren, ist übrigens Black Tie. Das war mir zu teuer. Das war mir einfach nur zu teuer. So, das machen wir auf. Jetzt riecht hier natürlich noch Office. Aber das strotzt auf jeden Fall vor Kraft. Ja, das ist richtig kräftig. Jetzt machen wir mal. Ah, das ist fruchtig. Auf jeden Fall fruchtig. Die Katze schüttelt gerade mit dem Kopf. Fruchtig. Riecht ein bisschen wie Smoschino. Ein bisschen blumig vielleicht auch. Ja, das ist auf jeden Fall fruchtig. Und ja, ich würde sagen fruchtig intensiv. Fruchtig intensiv würde ich es beschreiben. Also ich mache jetzt hier einfach mal ganz aus Spaß den Chanel hier auf die Fragrance One Flasche drauf. Und also ich halte jetzt mal oben zu, dass man es nicht so direkt sieht. Es sieht auf jeden Fall stabiler aus als so. Würde ich etwas mehr feiern. Vor allen Dingen auch die Qualität von dem Qualität von diesen Nibbel bin ich mehr, also von diesem Deckel
bin ich mehr überzeugt als von dem Originalen. Also da würde ich vielleicht eventuell noch mal ein bisschen nachbessern. Und also ich meine, ich sehe jetzt, was drin ist, ne? Ich meine, ihr seht es jetzt vielleicht auch. Ich meine, ihr seht jetzt vielleicht, was drin ist. Ich das jetzt ins Licht halt, aber tja, wenn ihr es jetzt normal im Schrank stehen hast, siehst du es, glaube ich nicht. Aber das ist eigentlich egal, weil du kannst ja schütteln und gucken, ob da was drin ist. Auf jeden Fall finde ich so durchsichtige Flaschen wie hier ein bisschen cooler, weil du siehst halt, wie viel drin ist und im Endeffekt kannst du es sehr besser dosieren. Was nimmst du jetzt? Nimmst du das gute Parfüm oder nimmst du das billigere Parfüm? Weil du weißt, du hast in der Woche noch einen guten Anlass, wo du das teure brauchst, kriegst du das so wieder so schnell, weil teilweise sind ja die Wartezeiten auch immer krass und von daher, ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und ja, Pfingsten ist jetzt schon vorbei, also ich habe es eigentlich vor Pfingsten gedreht, das Video, aber es wird nach Pfingsten rauskommen. Und ich hoffe, ihr hattet eine gute Woche und schreibt mal drunter, was ich mal auspacken könnte. Weil mir fehlen gerade ein bisschen so die Ideen, was könnte ich mal wieder auspacken. Aktuell mache ich ja hier mit so ein paar Filmen gerade aktuell ein paar Experimente mit der Kamera. Und ich mir jetzt hier diese Aqua APX Fotos geholt und werde ich mal ein paar Schwarz-Weiß Bilder auf Film schießen. Wird auf jeden Fall gut, denke ich. Und genau. Subscribed einfach mal und subscriben nicht, ne? Nee. Genau, schreibt einfach mal drunter, was ihr mal gerne sehen wollt.